Zwei frustrierte Freundinnen, ein Waffenarsenal, das es in sich hat und eine Moderatorin, die es krachen lässt. Oh, wow! Charlotte will's wissen. Deutschland extrem. Das Paradies für Wutbürger? Berlin. Hier trifft Charlotte den Crashroom-Betreiber Christian, den Experten für Frustabbau und zornbedingte Zerstörungswut. Wie ist das? Ich rufe jetzt bei dir an, sag, hallo Christian, Charlotte hier. Ich würde gern mein Zuhause zertrümmern, ist zu teuer, ich komme zu dir. Genau, also viele Leute haben auch so einen Hintergrund, die sagen, ich habe eine Scheidung, die ich gerade verarbeite, oder meine beste Freundin, die macht Stress, wir haben Probleme. Oder ja, Beziehungsprobleme gibt es auch oft. Und ja, oder auf Arbeit halt. Ne? Das muss Charlotte unbedingt ausprobieren. Die würde ich mal wütend. Oh, wow! Das macht Spaß, Christian. Übrigens ganz interessant, viele meiner Kunden sind weiblichen Geschlechts. Und genau, werden dann von ihren Männern herbestellt, und damit so ein bisschen ruhiger werden. Ne? Hat da ganz gut geklappt. Ausrasten als Geschäftsmodell. Auch Sophie und Tiana gönnen sich eine Stunde Wutraum. Kostenpunkt knapp 150 Euro. So, Mädels, warum macht ihr das denn heute, sagt mal? Naja, sie ist durch ihren Führerschein geflogen und mein Auto wurde geklaut. Vielleicht, weil ihr vorher getrunken habt? Nein, nein, niemals drink and drive. Nein. Nee, wird ja auch nicht passieren. Jetzt nicht mehr. Ja. Und meint ihr, das macht auch Spaß, wenn man dann tatsächlich es auch darf? Also ich hab's noch nie gedurft. Die Mutti hat mich mal geschimpft, weil ich den Teller fallen lassen habe, ne? Geschimpft wird heute sicher nicht. Ab 14 darf hier jeder in Schutzkleidung völlig ungehemmt absolut alles kurz und klein schlagen. Also ich habe auf jeden Fall die Axt. Vorschlaghammer, Axt schon. Und Baseballschläger. Baseballschläger und Golfschläger. Ich würde auch gerne so einen Golfschläger haben. Mädchen. Ich würde jeweils noch einen Schläger benutzen. Okay, dann tauschen wir. Ihr könnt euch ja darum prügeln, wer den das kriegt. Oberja, Oberja, jetzt geht's los. Stressbewältigung mal völlig anders. Und Mädels, was ist das für ein Gefühl? 24 Jahre aggressive Wut rausgerissen. Das hat echt super Spaß gemacht. Also Fernseher hat schon ganz schön geknallt.